Die News der Woche Nummer 8. FilmemacherInnen treffen sich aus Türkei und Deutschland. Bau abgeschlossen. Umgestaltung des Rotservers. Die Doppelröhrenhochschule Body Reisha in Nordostbad ist fertig. Das Material der Rusche ist nun besser zu Schuss und bekommt dadurch eine längere Lebensdauer. Durch die neue Dämmung erhöht sich die Temperatur in der Beinröhren und sorgt so für mehr Wohlgefühl. Die Wettkampfrusche mit 2x106 Meter Länge, 10% Gefälle und 10 Meter Höhe sowie mit Zeitmessanlage lädt zum Wettrutschen ein in Nürnberg. Bald ist es wieder soweit. Zum 28. Mal findet der Filmfestival Türkei-Deutschland in Nürnberg statt. Diesmal sind wieder interessante Filme aus Deutschland und der Türkei. Bei manchen der Filme sind die Schauspieler oder auch die Regisseure dabei und werden nach dem Film Fragen beantworten. Am 8.3.2024 ist die Eröffnung in der Tafelhalle Nürnberg. Einlass 19 Uhr, Filmbeginn um 21 Uhr. Ticket bekommt ihr auf der Webseite Filmfestival Türkei Deutschland. In circa einem Monat wird vom 14. bis zum 17.03.2024 meinen Discord-Server umgestellt. Es werden neue Bereiche für den gemeinsamen Austausch und noch einfache Kanäle zu finden geben und viele nützliche weitere Dinge. Lasst euch einfach abwarten, was dann sich alles umgestellt wird. Bis dahin oder bis den nächsten News der Woche wünsche ich euch eine schöne Zeit. Hab eine schöne Woche. Tschüss.